Willkommen! Heute beschäftigen wir uns weiter mit den quadratischen Ungleichungen. Ehe wir mit den Ungleichungen anfangen, lass uns einfach einige Graphen zeichnen und interpretieren. Dann gehen wir langsam zu den Ungleichungen über. Nehmen wir an, dass wir f von x gleich x² plus x minus 6 haben. Nun, wenn wir verstehen wollen, wo diese Funktion die x-Achse schneidet, oder wo sich ihre Nullstellen befinden, sollen wir die quadratische Gleichung faktorisieren und annehmen, dass f von x gleich 0 ist. Wir sagen also, dass x² plus x minus 6 0 ist. Und faktorisieren einfach diese Gleichung x plus 3 mal x minus 2 gleich 0. Und wir kommen dazu, dass die Nullstellen von dieser quadratischen Funktion x gleich minus 3 und x gleich 2 sind. Wie können wir das visualisieren? Nun wollen wir diese quadratische Funktion zeichnen. Das sind meine sehr ungerade Linien. Die Nullstellen sind also minus 3. Das ist genau hier, wo x gleich minus 3,0 ist. Nach der Definition ist eine von den Nullstellen dort, wo f von x gleich 0 ist. Hier ist y oder f von x gleich 0. Und dieser Punkt hier ist 2,0. Noch einmal, das ist die x-Achse und das ist f von x. Wir wissen auch, dass der Schnittpunkt der y-Achse minus 6 ist. Das ist kein Scheitelpunkt, sondern der Schnittpunkt der y-Achse. Und der Graph soll nicht so holprig wie meine Zeichnung aussehen. Aber ihr sollt die allgemeine Idee verstehen, wenn Sie jemals eine ordentliche Parabel gesehen habt. Es sieht so aus, mit x gleich minus 3 hier und x gleich 2 hier. Wir haben die Nullstellen gefunden. Nun, was wäre, wenn wir statt zu suchen, wo f von x gleich 0 ist, diese beiden Stellen hier, was wäre, wenn wir herausfinden versuchen, wo f von x größer 0 ist? Welche x-Werte machen f von x größer als 0? Oder, um das anders auszudrücken, welche x-Werte die Aussage x² plus x minus 6 größer als 0 wahr machen? Sehen wir uns den Graph an, wo f von x größer als 0 ist. Das ist das f von x-Achse. Und wo der positive Bereich ist, hier ist f von x größer als 0. Lass mich es mit einer anderen Farbe zeichnen. F von x ist größer als 0, weil sie sich oberhalb der x-Achse befindet. Und hier ist f von x auch größer als 0. Wenn wir nur den Graph betrachten, können wir sagen, welche x-Werte das wahr machen. Nun, das ist wahr, wenn x kleiner als minus 3 oder größer als 2 ist. Weil wenn x größer als 2 ist, dann ist f von x größer als 0. Und wenn x kleiner als minus 3 ist, ist f von x größer als 0. Also, wir können sagen, dass die Lösung dieser quadratischen Ungleichung, und wir haben es auf dem Graph gesehen, x kleiner als minus 3 oder größer als 2 ist. Ihr könnt es überprüfen. Ihr könnt minus 4 einsetzen und ihr erhaltet f von x größer als 0. Oder ihr könnt 3 einsetzen und sich überzeugen, dass es funktioniert. Ihr könnt zum Beispiel 0 einsetzen und feststellen, dass es mit dem 0 nicht funktioniert, weil 0 zwischen den beiden Nullstellen liegt. Tatsächlich stellt sich heraus, dass wenn x gleich 0 ist, dann ist f von x gleich minus 6 und das ist definitiv kleiner als 0. Ich glaube, dass ich euch eine Anschauung der quadratischen Ungleichungen gegeben habe. Und jetzt lasst uns mehr Aufgaben lösen. Lasst mich eine knifflige Aufgabe stellen. Sagen wir, dass ich minus x² minus 3x plus 28 habe. Nehmen wir an, dass es größer als 0 ist.
Nun möchte ich dieses negative Vorzeichen von x² loswerden. Ich werde jetzt beide Seiten mit minus 1 multiplizieren. Wir erhalten x² plus 3x minus 28 und beim Multiplizieren oder Dividieren einer Ungleichung mit einer negativen Zahl dreht sich das Zeichen um. Und wenn wir jetzt faktorisieren, erhalten wir x plus 7 mal x minus 4 kleiner als 0. Also, wäre das gleich 0 gewesen, dann hätten wir unsere beiden Nullstellen. Lass uns f von x definieren. Wir definieren die Funktion als f von x gleich und wir können es als dies oder das definieren, weil sie gleich sind. Wir definieren sie einfach als x plus 7 mal x minus 4. Nach der Faktorisierung wissen wir, dass die Nullstellen x gleich minus 7 und x gleich 4 sind. Nun möchten wir wissen, welche x-Werte die Ungleichung wahrmachen. Wäre das eine Gleichung gewesen, wäre die Aufgabe bereits gelöst. Aber wir wollen die Lösung von einer Ungleichung erfahren. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Das werden immer die Zahlen zwischen den Nullstellen oder außerhalb des Intervalls zwischen den beiden Nullstellen sein. Wie kann ich das überprüfen? Ich prüfe einfach die Zahlen, die sich entweder zwischen den Nullstellen oder außerhalb der beiden Nullstellen befinden. Lasst uns eine Zahl einsetzen, die zwischen x gleich minus 7 und x gleich 4 ist. Wir versuchen es mit x gleich 0. Das ist f von 0. Wir können es hier tun. F von 0 ist gleich 0 plus 7 mal 0 minus 4 gleich 7 mal minus 4 gleich minus 28. Also f von 0 ist gleich minus 28. Ist diese Funktion kleiner als 0? Ja, sie ist kleiner als 0. Es stellt sich heraus, dass diese Zahl zwischen den beiden Nullstellen richtig ist. Das sind alle x, die sich zwischen den beiden Nullstellen liegen. Wir können sagen, dass die Lösung für diese Ungleichung x größer als minus 7 und kleiner als 4 ist. Jetzt versuchen wir es auf eine andere Weise. Ihr könnt eine Zahl einsetzen, die sich außerhalb des Intervalls der Nullstellen befindet. Nehmen wir an, dass ihr es mit 5 ausprobiert. Setzt x gleich 5 ein. Dann wird f von 5 gleich 12 mal 1 sein. Richtig? 12. F von 5 ist gleich 12. Ist das kleiner als 0? Nein. Das hat also nicht funktioniert. Und das gibt uns die Zuversicht, dass wir das richtige Intervall haben. Ich glaube, wenn wir das visualisieren, sieht das ganz logisch aus. Vielleicht bin ich aber voreingenommen. Wenn man es visualisiert, dann sieht es so aus. Ups, das ist aber zu fett. Wenn wir das optisch durchführen, dann ist das die Parabel und das ist f von x. Ihre Nullstellen sind hier minus 7,0 und 4,0. Wir können sagen, dass für alle x-Werte zwischen diesen zwei Zahlen f von x kleiner als 0 ist. Und das macht Sinn, weil wo f von x kleiner als 0 ist, das ist die Graph von f von x. Und wo ist f von x kleiner als 0? Genau hier. Also, welche x-Werte erfüllen die Bedingungen? Nun, die x-Werte, die die Bedingungen erfüllen, sind hier. Ihr wollt bestimmt wissen, wie ich erkenne, dass 0 nicht eingeschlossen wird. Ihr fragt, wieso werden die Nullstellen nicht eingeschlossen? Weil hier f von x gleich 0 ist. Also, wenn f von x kleiner oder gleich 0 wäre, dann wäre die Antwort, dass x kleiner oder gleich minus 7 und größer oder gleich 4 ist. Ich hoffe, dass es einleuchtend ist. Ihr sollt nur die Zahl überprüfen, die sich zwischen den Nullstellen oder außerhalb des Intervalls der Nullstellen befindet. Das zeigt, wo die Ungleichung richtig ist. Also, bis zum nächsten Mal.